So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Retro History Line 1914 bis 1918. Dieses Mal genehmigen wir uns keine Pause, sondern spielen die Karte mit gleichem Namen, und zwar Karte 15. Schön, schön, schau mal rein, vielleicht bekommen wir irgendwas Neues, wenn wir Glück haben. Na? Ja, Jubel, Jubel, Freu, Freu, was bekommen wir denn? Ah, Albatros. Aha, wir dann Luftkampf-Dingens gelöte. Also, die D3 war mitverantwortlich für den blutigen April, der den alliierten Luftstreitkräften 1917 hohe Verluste bescherte. Nachdem der Eindecker von der Alliierten deklassiert worden war, kam die Maschine im richtigen Moment, um den Deutschen in der ersten Hälfte 1917 noch einmal die Luftüberlegenheit zu sichern. Bemerkenswert war die aerodynamische Form des Rumpfes sowie die Bestückung mit zwei MGs, da die englischen und französischen Gegenstücke nur ein MG hatten. Schön, das freut uns doch, obwohl wir eigentlich nicht mehr Flugdinger brauchen. Ich bin mit den Fokkern in der Luft eigentlich sehr zufrieden. Mir hätten noch ein weiterer Bomber gut gefallen. Ja, natürlich, die Franzosen bekommen auch was Neues. Was bekommen die denn? Handley. Oh, verdammt. Das ist ein richtig geiler Bomber. Mann. Frederick Handley Page eröffnete 1909 die erste Flugzeugfabrik in Barking. Er gewann mit seinem Entwurf die 0100-Ausschreibung und erschuf einen der ersten Bomber des Ersten Weltkrieges. 1916 wurde die 0100 zur 0400 umkonstruiert. Die Maschine hatte eine gute Defensivbewaffnung. Bis zu 5 MG und konnte bis zu 813 Kilogramm Bomben tragen. Um die Verluste durch gegnerische Jäger zu verringern, verlegte man die Einsätze später in die Nacht. Wow. Wow, also auf die müssen wir aufpassen. Meine Fresse. Und noch natürlich, noch was. Warum? Pff. Oh Mann. St. Chamond. Als die Engländer ihren ersten Panzer über den Kanal brachten, stellte sich heraus, dass die Franzosen im Geheimen ebenfalls an der Entwicklung von Panzern gearbeitet hatten. Der Saint-Chamond war als fahrende Festung konzipiert worden und die technischen Spezifikationen lesen sich entsprechend. Dennoch wurde der Bau nach 400 Stück zugunsten des leichteren, kleineren Renault FT-17 eingestellt. Hm. Okay. Na, wenigstens haben sie keine 3. Verdammt. Oh. Okay, interessante Karte. Wir haben jeweils eine Fabrik. Gut, er hat, ist glaube ich noch eine Fabrik hier oben, ne? Ja. Hat man ein bisschen schlecht gesehen, das F. Okay, er hat zwei Fabriken, wir haben eine Fabrik. Im Hinterland haben wir noch 3 Depots und er hat auch noch 3 Depots im Hinterland. Das wird eine sehr spannende Karte, weil hier wird die Frontlinie sein. Und wir werden nach hinten erobern und nach vorne kämpfen. Okay, haben wir irgendwelche Schiffe? Nein, Schiffe haben wir keine. Hat er irgendwelche Schiffe? Auch nicht. Okay. Ja, er hat natürlich um einiges mehr Einheiten, oder? Ja, 45. Er hat 21 Einheiten mehr und 2 Fertigungsanlagen und bekommt doppelt so viele Rohstoffe wie wir im Moment. Ja, ja, der Mark 1. Da habe ich Axt. Okay, wir haben hier die Ballone zum Sperren. Schön, schön. Haben wir hier gleich einen Albatros? Ja, natürlich. Nur einen? Echt jetzt? Mann, das sind echt verdammt wenig Einheiten für den Anfang. Okay, wir müssen natürlich aufpassen. Hier ist natürlich der Bunker gefährlich. Und seine mittlere Artillerie ist auch gefährlich. Das heißt, wir sollten ihn... Wir lassen die auf jeden Fall stehen erstmal, würde ich sagen, und ihn rankommen. Dass er vielleicht in die Nähe unserer Bunker kommt. Und ja, wir haben auch nur 2 leichte Artillerien. 3 leichte Artillerien, oh Mann. Okay. Was hat der denn in seinen Hütten drin? Lass mich mal gucken. Oh. 2 Handley, 2 Spat, eine mobile Flak und eine Kavallerie, um Gottes Willen. Was ist also hier drin? Eine schwere Artillerie, eine Voisin, eine mittlere und 2 Infanterien. Eieieiei. Wo ist die dritte? Hier hatten wir die nicht gerade.
Ja, die hatten wir gerade. Das ist also noch eine weiter hier drüben. Da. Und die Newport, nochmal die mittlere Artillerie, drei normale und eine Flak. Was haben wir drin in unseren? Wahrscheinlich so, so ein Witz, weißt du? Ja, eine mobile Flak und drei Pferdchen. Ja, supi. Okay, und der? Das ist schon besser. Zwei Albatros, eine Gotha, eine mittlere Artillerie und zwei Infanterien. Okay, da kann man nicht meckern. Was sind der da unten? Eine schwere, noch eine Gotha und eine Fokker. Naja gut, wir werden zurechtkommen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor? Wie, was ist am schnellsten? Lastwagen haben wir auch keinen, ne? Ne, haben wir nicht. Okay, ich denke, wir werden auf jeden Fall das Pferd bemühen. Wir können hier runter, dann da hoch. Ja, das soll, genau, das soll das machen. Das soll hier runter erstmal. Auf dieses Depot und dann auf das obere Depot. Jetzt ist die Frage, ob wir hier unten vielleicht den... Nee, das würde nicht reichen. Den würden wir nicht schnell durch den Wald kriegen. Was ich mit dem hier machen will, ist die untere Brücke hier sperren, damit er hier nicht rüberkommt. Da kann er nämlich nur mit Fußsoldaten rüber. Und die am besten hier dann noch mit dem Teil. Das hier bringt hier wenig, weil es da nicht rüberkommt. Also lieber hoch über die Brücke. Gut, hier wollen wir abriegeln. Unser Ziel ist hier oben schnell eine schwere Artillerie hinzubekommen auf jeden Fall. Wie weit kommen wir denn mit dem Ballon? Wir rücken mal eins weiter vor. Wie gesagt, die brauchen wir notfalls, um zu sperren. Okay. Ja, viel mehr möchte ich eigentlich auch noch gar nicht machen. Wie weit kommt denn der Albatros? Wo hat denn der seine... Der hat noch keine Flugzeuge, ne? Ich werde den Albatros auf jeden Fall mal losschicken, allein schon um erfahren zu werden. Dann schicke ich den hier hin, da kann der nächste Runde schon bereits den Panzer angreifen. Vielleicht bekommt er einen davon weg. Gut, machen wir mal einen Moduswechsel und überlassen ihm mal das Feld. Wie gesagt, uns bleibt mit dem Albatros den Panzer anzugreifen und viel mehr können wir da auch nicht machen. Rohstoffe haben wir erst 20, das reicht noch nicht. Wir prüfen natürlich, ob wir hier irgendwie was machen können mit unseren Geschützen. Können wir nicht. Können wir auch nicht. Halt, wollte ich nicht reingucken. Ich wollte ihn mal rüberkommen lassen. Ja, er wird natürlich Probleme haben, da mit seinen Panzern über dieses Feld drüber zu hoppeln. Die Schützengräben kommen da nicht rein. Inwieweit die Panzersperren ihn da aufhalten, weiß ich nicht. Das müssen wir sehen. Na, also diese blauen Sachen hier. Pioniere haben wir keine. Mit Pionieren wäre es natürlich praktisch, können wir hier beispielsweise einen Schützengraben hochziehen, wo er mit dem Panzer nicht drüber kommt. Naja, gucken wir uns mal an, was er so treibt. Er ist also mit seiner Elite-Infanterie direkt neben ein Flugzeug gezogen. Ich hoffe, er geht auf seine Depots, denn es wäre etwas enttäuschend, wenn er uns hier keine richtige Schlacht liefern würde. Ich meine, ich gewinne natürlich gerne, wer tut das nicht, aber ich möchte dann schon gewonnen haben, weil ich es mir erarbeitet habe, nicht weil ich den Sieg geschenkt bekomme. Ach, der hat ja doch Flugzeuge da drüben. Guck mal, die habe ich gar nicht gesehen, dass er schon welche hatte. Dann muss ich da meine Albatros nächste Runde hin beordern. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Fabrik gehalten bekommen. Das ist unsere einzige. Wenn wir die nicht mehr haben, dann wird es ganz, ganz finster. Gut, gucken wir mal, was die Albatros macht. Einen weg. Sehr schön. Ja, mein Ziel ist natürlich mit der... Oh, er greift gar nicht an. Er greift überhaupt nicht an, meine Albatros. Schön. Mein Ziel ist es natürlich, mit der Albatros erfahren zu werden, bevor er die anderen rausholt. Gut. Kommen wir denn so weit? Ja, kommen wir. Mit denen kommen wir dahin. Kommen wir dahin. Die schicken wir nach da oben. Die Ballone soll ruhig mal hier ein bisschen vorrücken.
die lassen wir hier hinten noch. Die kommen hier hin. So, wie weit kommen wir mit denen? Eins. Das ist okay. Die bleiben vorerst in Schützengräben. Die bleiben auch. Die ziehen eins vor. Die ziehen eins hoch. Und die Flak bewegt sich auch mal hier ein bisschen nach da unten dann. Gut, das Pferdchen macht hier ganz hübsch Kilometer. Gut, hier unten hat man gesagt, wollten wir mit denen langsam aber sicher die Brücke machen und den hier hinstellen dann, genau. Alles klar. Gut, das war's von unserer Seite aber auch schon. Viel mehr gibt es im Moment noch nicht zu tun. Wir müssen schnellstmöglich die Mitte abdecken. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, wie weit kommt die leichte Artillerie? Die kommt hier an ihn ran. Das ist die Frage, was mache ich? Soll ich es riskieren, dass die... Ich glaube, ich riskiere es. Ich greife zuerst mit denen an, dann mit denen und lasse dann mit der leichten Artillerie drauf feuern, in der Hoffnung, dass die leichte Artillerie die komplett killt. Und schon mal zwei Erfahrungspunkte holt. So, der Albatros greift wieder den Marktpanzer an, um ihn um eins zu schwächen. Kommen die an was ran? Nein. Die wahrscheinlich auch noch nicht. Auch nicht, nein. Die nicht. Der Bunker ist auch noch zu weit weg. Okay. Rohstoffe haben wir jetzt 40. Das würde für eine kleine hier reichen oder für einen Ballon. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, 85 zusammenzukriegen für eine schwere. Und die dann irgendwo hier hinzusetzen. Möglichst schneller fahren zu machen. Mit den Ballons müssen wir ein bisschen aufpassen, weil im blödesten aller Fälle schießen natürlich die Gegner drauf und machen sich da erfahren, und dass die Ballone sich wehren könnten. Das ist natürlich nicht schön. Ja, der wird jetzt mit seinen Newports da unten wahrscheinlich auf unsere Fußsoldaten auflaufen, wobei der eigentlich auch nicht über die Berge drüber kommen dürfte. Das ist ja so ein bisschen flugzeugtechnisches Problem. Ah, okay. Der zieht also da unten rum. Das ist natürlich nicht gut. Verdammt, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ei, Karamba. Warte mal. Da muss ich mit denen dann auf die Flugzeuge losgehen. Mhm. Stimmt. Ah, das ist blöd. Ja, aber die Karten werden interessanter. Die Einheitenzahl nimmt natürlich zu. Und damit wird alles flexibler. Man muss auf mehr Sachen Rücksicht nehmen, mehr Sachen beachten. Gut, Moduswechsel. Schauen wir mal, ob unsere Rechnung aufgeht. Oh, nicht, dass sie zu gut aufgeht. So, kommt nur zwei. Ach, verdammt. Ärgerlich! Ist meine leichte Artillerie nicht mehr zum Schießen gekommen. Mann. Wenigstens hat die Albatros noch ihren Job gemacht. Jetzt werden wir mal gucken hier. Der greift die Kleinen an und der greift die an. Das war logisch. Das war klar. Logisch. Nun gut, dann müssen wir die hochschicken. Die Ideechen. Können wir Eichenideechen rüberziehen hier so. Okay. Die wird ziemlich angegriffen werden. Deswegen ziehen wir sie erstmal zurück. Die ziehen wir hier unten rein. Die können hier oben rein. Die stellen sich hier hin. Die Flak geht weiter nach unten. Der Albatros verfolgt jetzt hier die Newport. Rückt eins nach oben. Die Einheit. Muss ich überlegen. Da oben wird es halt von beiden attackiert werden. Hat auch nur noch fünf. Die rückt eins nach unten. Die ist natürlich dann im Fadenkreuz von der leichten Artillerie, was nicht so toll ist. Aber okay. Die
soll hier eins rüber. Die soll auf den Berg, die Newport fertig zu machen. Das könnte ich auf den Berg gehen. Das ist blöd. Das heißt, das Fahrzeug war nach oben. Okay, hier ist die mobile Flak. Die sollten wir versuchen, irgendwann zu beseitigen. Die mittlere ist... Ah, das ist doof. Wir müssen die doch aus den Schützengräben rausziehen. Weil die mittlere jetzt dann in die Reichweite von denen kommt. Das sollte... Sollte nicht passieren. Gut, was macht unser Pferdchen? Kommt das jetzt vielleicht schon rein? Ja, kommt's. Wunderbar. Wie viele Rohstoffe liefern die? 10. Perfekt. Okay. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Gut, dass wir mit denen weg sind. Solange die Newport die nicht angreift noch. Nein, macht sie nicht. Gut. So, das steigert unsere Rohstoffeinnahmen natürlich, was wunderbar ist. So kommen wir hoffentlich schneller zu unseren Schweren. Weil wir nicht vergessen dürfen. Jetzt haben wir 70. Weil wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen die Schwere ja auch noch transportieren. Ergo brauchen wir sowieso noch einen Lastwagen. Sonst wird es schwer möglich sein. So, einmal auf die Spat. Kommt hier an was ran? Nein. So, die Albatros sollte die Newport angreifen. Genauso wie die Elite-Infanterie das machen sollte. Der Spähpanzer greift den Marktpanzer an. Das sind nur noch 3. Ah, das ist die Frage. Gut, der haut hinterher. So, die greifen auf jeden Fall die Infanterie an. Die greifen, lass mich schauen. Was haben wir auf die Infanterie? Was haben wir auf den... Wir gehen auf den Panzer. Die kommen noch an nichts ran. Und die kommen leider auch an nichts ran. Ja. Tja. Wird schwierig werden. Ja, die Mobile werden wir als nächstes dann darunter schicken. In der nächsten Runde. Lassen wir ihn mal fertig denken. Wir haben unsere Züge ja soweit gemacht. Oh Mann. Okay, der Albatros ist ein Killer. Der Albatros ist echt ein Killer. Geil. Ah, schade, nur ein. Aber okay, da habe ich schon ein Ziel für die nächste Runde. Ja, viel haben wir nicht angerichtet, aber der Albatros, liebe Leute, dass der mit 2 Punkten Erfahrung schon so abgehen kann.